Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video von unserem Kanal stickerpollen.de und heute haben wir mal wieder ein Display, das wir öffnen wollen und zwar von Panini. Und zwar haben wir hier das Panini League en Adrenalin XL Display von der Saison 23-24, also der aktuellsten Saison. Und die Box ist schlicht gehalten. Wir haben ja 18 Pakete drin und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was wir hier so ziehen, wie die Karten aussehen, was die Franzosen so sammeln. Link dazu, wenn ihr da Interesse dran habt, findet ihr in der Videobeschreibung. Wird wahrscheinlich das letzte französische Set sein mit Kylian Mbappé drin, ne? Vermute ich mal. Schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir packen die Packs hier gleich raus. So, das sind 18 Booster Packs, die wir jetzt öffnen werden. So bleiben sie stehen. So, was haben wir denn hier? Wir haben 306 Basekarten, 6 pro Paket, 18 Ecusson, 36 Impact, 4 Muraille. Und 5 Fusion. Davon gibt es eine pro Pack. Dann haben wir 18 Diamant oder 3 Pro Dike oder Pro Dige. In jedem dritten Pack. 18 Maestro, 6 Armada in jedem dritten Pack. 18 Crack. Die sind pro 6 Pakete. 5 Mega Crack und 1 Champions in 30 Packs. Und 2 Ballon d'Or, eine Invincible in je 60 Packs. Okay, also es wird unser Ziel sein, ein Ballon d'Or oder eine Invincible zu bekommen. Das wäre krass. Ansonsten einen Mega Crack oder eine Champions Karte. Das wäre auf jeden Fall krass. So, schauen wir rein. Wie sind die Karten aufgebaut? Wir haben oben links das Club-Logo, das Ligue-1-Logo, Adrenalin-Logo. Ja, hier den Elfmeterpunkt, die Werte. Und die Position, wir haben hier Theo Lebri. Dann haben wir Aaron Ramsey. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen, dass der mittlerweile links spielt. Wir haben hier Diamant mit 3D-Effekt. Finde ich richtig geil. Den guten Joro. Dann haben wir Impact Gastion. Wir haben Kevin Danzo, Noah Fadiga. Und Terem Moffi und Arber Zeneli. So, das waren jetzt, Moment, 1, 2, 3, 4 Karten von hinten nach vorne, damit wir das nicht zwischendrin haben. Okay, dann schauen wir mal. 1, 2, 3, 4 Karten nach vorne. Oh wow, da steht schon drauf, Ecusson. Okay, gut, egal. Sanjin Pacic. Julien Poncois. Cenk Sünder. Simon Elisor. Quentin Merlin. Désiré Doué. Dann haben... Oh, Crack. Crack Verratti, sehr nice. Mit 3D-Effekt wieder. Diesen 3D-Effekt finde ich so geil bei Panini. Also wirklich, das sind mit die geilsten Karten, die es gibt. Und dann ein Wappen von Stade de Rennes. Oder auch Stade Rennes. So, den Crack haben wir abgeschlossen. Der war in jedem sechsten Pack. Davon müssten wir also quasi 3 Stück hier drin haben. Steht das da eigentlich auch hinten drauf? Ne, hier steht nur Milieu. Okay, also das ist nur bei den Wappen dann quasi. Bei den Wappen steht es hinten auf der Karte drauf. Aber gut, das ist ja irgendwo auch klar. So. 1, 2, 3, 4. Wir haben übrigens 8 Karten pro Pack. 6 normale, 2 Special Cards. So, Flavien Tait. Jean-Claire Todibo. Quentin Conné. Zaid Hamulic. Elise Ben Seguir. Amin Harit,
Diamant Merlin und Murai Desmas. Murai ist dann vielleicht Torwart? Oder irgendwie sowas in der Art? So, wir haben hier Joris Chota, Fares Shaibi, Lilian Brassier, Jonas Omlin, Salis Abu Abdul Samet, Steve Mounier. Holy shit! Champions Card von Paris Saint-Germain. Holy shit! Und Wappen. Nice! Champions Card gezogen. In jedem 30. Pack ist eine drin. Und wir haben eine. Und das ging ziemlich flott. Wir haben 22, 23 Champions. Davon gibt es nur diese eine, oder? Ja, es gibt nur diese eine. Logisch. Wir haben hier drauf Neymar, Mbappé. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Also Marquinhos und Ashraf Hakimi, genau. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Oh, mit schönem 3D-Effekt. Richtig, richtig geile Karte. Sieht sehr, sehr gut aus. Und ja, ja, was soll ich sagen? Wir haben die Champions Card gezogen. Nice. So, jetzt fehlt uns quasi nur noch ein Ballon d'Or oder die Invincible. Das wäre ultra krass. Weil dann hätten wir eine Wahrscheinlichkeit von 60. Jetzt gehe ich mal auf 20. Wir müssten quasi 3 Displays kaufen. Eigentlich sogar 4. Und ja. Ich schau mal. 2, 3, 4 Karten. So. Wir haben Jonathan Klaus. Kofi Kuau. Ayman Maurer. Oder More. Fabian Ruiz. Kevin Gamero. Samuel Granzier, Maestro Pereira, sieht auch sehr, sehr geil aus, das Kartendesign, und Impact Lukeba. So, Gauthier Lurie, Jean-Louis Ledger, Ismaël Doucouré, Gaëtan Laborde, Lecomte, Bonke Innocent, Diamant Doué und Murai Lopez. Ihr seid, ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt richtig ausspreche. Aber gut. Wir haben Marco Bizot, Habib Diarra, Misiane Maulida, Valentin Rongi oder Rongi, Sofiane Diop, Alban Lafont, Amarda, Said Sotoka und Openda von Lens. Und dahinter Chardonnay von Chardonnay als Impact. Die war doch auch Amada. Ja, davon gibt es 6 Stück. Nicht schlecht. So, komm mal, gib uns die Ballon d'Or-Karte. Johann Gassion. Santa Maria. Mazis. Osue Casimir. Bourigon. Fanderson. Diamant Cherki und das Montpellier-Wappen. Eins, zwei, drei, vier. Ich fühle mich wie Pokémon-Karten öffnen. Mit Kartentrick. Es ist wie Pokémon-Karten öffnen. Wir haben Jordan Lotomba. Balerdi, Dalinga, Magnon, Magnin, Johann Magnin, Magnon, Guendouzi,
Laurent Abergel, Klaus als Crack und Fabian Ruiz als Impact. Ob man zwei Champions oder Mega Crack in einen Display ziehen kann? Ich wage es eigentlich zu bezweifeln. 1, 2, 3, 4. Wir haben Ismael Traoré, Perry, Ugarte, Chardonnay, Mammut, Claude Maurice, Munetzi als Impact und okay. Hier haben wir nur eine Special Card drin. 2, 4, 6, 8. Na gut. Wird wohl seine Richtigkeit haben. Naja. Gut. Dafür jetzt den Ballon d'Or. Vincent Sierro, Operi, Zilla, Guilbert, Dioko, Costa, Larbode als Maestro und Udol als Impact. So, Fali Kandé, Rigna Bellegarde, Pereira, Blasquez, Zangante, Marquinhos, Danzo als Maestro und Ukidja als Impact. Gabriel Suazo, El Hajam, Ismaili, Thomas Delaine, Karamoko Dembele, Angel Gomez, Diamant Chaibi und Ogier als Impact. Man merkt vielleicht, ich hatte kein Französisch in der Schule. Neymar Junior, Giuliano Maripan, Bilal Brahimi, Junya Ito, Romain Favre, Boudaoui, Abagel als Maestro und Palois als Impact. So, wir haben noch 4 Booster. Irgendwie habe ich die Hoffnung auf den Ballon d'Or aufgegeben. Dimingue, Cham, Dimitri Payet, Maiga, Sabali, Ludovic Blas, Craig, Zangante und Magier als Impact. Aber ist auch nicht schlimm. Die Champions-Karte ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, in jedem 30. Pack ist so eine drin. Das ist sehr, sehr nice. Galon, Dante, Alioui, Himor, Didier, keine Ahnung. Diamant Diakité und Lebri als Impact. Beziehungsweise ist die ja gar nicht in jedem 30. Pack, sondern in jedem 30. Pack ist eine von 6 verschiedenen Karten. In jedem 18. Pack, so rum. Nee. In jedem 30. Pack ist eine von 3 verschiedenen Karten. Ach. Vergiss, was ich gesagt habe. Nee, hä? Doch. 5 Mega Crack, 1 Champions in jedem 30. Pack. Ja, genau. Also in jedem 30. Pack ist eine von 6 Karten. Das ist schon sehr cool. Wir haben Ruben Blanco, Kylian Mbappé. Wichtig: Gonalon, Milan Skriniar, Duaron, Presnel Kimpembe, okay, das ist das Paris-Pack hier. Dalinga und Losk Lille. So, Last Pack Magic. Nehmen wir noch einen Ballon d'Or. Ich
würde ich sagen. Nein. Mathieu Gorgelon. Melvin Barth. Minamino. Gudmundsson. Steve Mandanda. Remy Cabella. Und wir haben Kumbedi als Diamant und Ferry als Impact. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Wir sind durch mit dem Display. Wir haben die Champions-Karte gezogen. Ich zeige es euch nochmal, weil die sieht auf jeden Fall ultra geil aus. Mal gucken, wenn man das so hoch macht. So. Also ihr erkennt diesen 3D. So erkennt man diesen 3D-Effekt richtig gut. Sieht sehr, sehr strong aus, die Karte. I like that. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, so ein Display zu öffnen. Sind nicht teuer, kosten gerade aktuell 31,99. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Gerne mal abchecken. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen guten Tag, schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.